Hallo und herzlich willkommen zurück zum Tagebuch von Secret 2. Es gibt wirklich sehr wenige Zauberstäbe im Händlerinventar. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, ich habe immer noch die gleichen relativ schwachen Zauberstäbe und möchte ja gerne ein paar Sachen haben. Nur gefunden habe ich leider nicht die richtigen Sachen. Was ich so gefunden habe, sind recht gute Fiolen. Da werde ich eventuell irgendwann mal noch einen Fiolencharakter machen. Wahrscheinlich eine. Ja. Ich denke, nein, Triade. Weiß es nicht. Triade oder Ding, auch Elfi machen. Und Taktikkunde, den Ring habe ich ersetzt mit Band der Herrschaft gefunden. Nur Level 3, 10, aber na gut. Und Denderans Weitblick gefunden, wir hatten ja schon Denderas Reserve. Und jetzt habe ich auch noch Denderas Schlachtplan gefunden. Und beide geben den Set-Bonus alle Fertigkeiten plus 2 schon mal. Sehr schön. Dann Unix habe ich gefunden, Watons Traumklinge. Das Hackebeil. Das ist bekannt. Der Arbiter kenne ich weniger. Und Vendorix Vernichter kenne ich auch noch. Vor ein paar Jahren. Und zwei mystische Perlen jetzt. Also eine, die mit Level 18 haben wir schon gefunden im letzten Part. Und jetzt habe ich noch eine neue gefunden. Jo, und dann noch das Lucretis Sternschweif Set Item. Jo. Und Amantins Gürtel. So, die anderen Sachen haben wir alle schon gefunden in den letzten Parts. Und ja, es droppt gut, auch ohne MF. Wir könnten noch das Räuberversteck machen, aber wir müssen jetzt mal die Hauptquest machen. So. Und dafür gehen wir hier unten durch. Wir müssen noch das Spiel ein bisschen laden. Sonst leckt das zu sehr. Also, das ist halt einfach immer wieder Laderuckeln. Kann man leider nicht machen, ist halt die Ancient. Also gute Texturen und so. Ist halt einfach unfertig rausgekommen. Aber so wie ich gelesen habe, wird das noch sehr gut entwickelt von diesem Modder, vom Intention Edition Mod. Also da bin ich mal gespannt, wie, was noch rauskommt. Aber der letzte Patch war erst Anfangs Mai rausgekommen. Und Ende April. Genau, das ist nicht mehr, aber noch nicht lange her. Und jo. Wir können noch alles aktivieren, genau. Das haben wir noch nicht gemacht. So. Und wieder dreimal steht zurückwerfen. Ist ja klar. Ich habe alles auf zurückwerfen gemottet. Auch wenn es eben nicht stark ist, ist es besser, die anderen drei zu nehmen. Bei Party Buff brauchen wir nicht. Wir machen ja den Schaden. Meine Spione haben mir mitgeteilt, dass und die Adligen einen Angriff auf unser Hauptquartier planen. Ja, habe ich das? Mehr muss nicht sagen. Das ist ja zu gütig von dir. Und, dass ich einfach mir selber alles buffen will. Reflekt auf Mitspieler. Jetzt auch nicht gerade so der Bringer. So, wir holen noch den Bär kurz. Das ist schnell gemacht. Wir will es kurz. Und dann direkt Hauptquest weitermachen. Nichts anderes machen. Ich würde dann noch einen Livestream machen zwischendurch, wo ich einfach levele und nichts zeige. Also nicht viel zeige. Damit ich da auch ein bisschen mehr Zeit habe. Ist ja klar. Ist ja nicht gut, wenn ich keine Zeit habe und die Videos dann nicht Neuerungen zeigen, sondern eher einfach weiterführend sind. Sonst wäre es ja eigentlich auch kein Tagebuch oder so. Also ein Let's Show ist es ja eigentlich. Aber Tagebuch tönt ein bisschen besser. Und ist natürlich auch ein bisschen besser für euch zu verstehen. Weil es gibt nicht mehr viele Let's Shows. Die waren früher ja beliebt, dass man einfach zeigen konnte, wie der Spielfortschritt so war. Und heutzutage generieren die keine Aufrufe mehr, leider. Eher Tagebuch. Aber das auch nicht gerade so viel. Also ich bin halt auf Twitch sehr viel erfolgreicher. Da habe ich
7 Zuschauer eigentlich ständig gehabt gestern und das war eigentlich super gut für mich schon. Und kann mir vorstellen, dass ich jetzt ein bisschen wachse auf Twitch, weil ja, irgendwie muss ich ja endlich mal wachsen, egal wo, aber auf Twitch kann man irgendwie auch ein bisschen, je nach Game, wachsen. Das ist toll. Also ich sehe, ich mache schon viel mehr Schaden. Meistens doppelt so viel. Da ich noch sehr viele Attacke reingetan habe. Das ist jetzt auf Level 9 schon. Nur mit Ending. In diesem Falle helfe ich dir. Nur mit diesen eingesockelten Runen habe ich schon Level 9. Also 9 mal eingesockelt. Ich könnte hier vielleicht auch noch einmal, ja. Noch ein Bronzesockel. Diese bunten Sockel sind nur für die Steine, wo man den Elementarschaden umwandeln kann. Andere leider nicht. Ja, dann greife ich an. Gut. Seht ihr euch an? Ja, die Sichtweite ist viel zu groß. Das sollte der Mod wieder ein bisschen weniger machen. Also der von Super Spawn, glaube ich, ist dafür verantwortlich. Greifen einfach immer zu viele Monster an. Ah ja, jetzt haben wir noch die Charakter-Quest. Stimmt, die ist hier. Ja. Die werde ich wahrscheinlich dann irgendwann ein anderes Mal weitermachen. Muss noch nicht beginnen. Wir werden nochmal so hier hingehen. Sobald wir im Atomax sind, also in dem Menschengebiet, machen wir die. Wir bekommen sowieso eine Zweihandwaffe, glaube ich, über. Also ich bin mir ziemlich sicher, es wird eine Zweihandwaffe sein. Ja, je nach Charakter bekommt man nur eine Waffe über, wenn wir zum Beispiel Magier sind. Also Arkane-Kunden, wie heißt das? Astralebenen-Kunde, genau. Dann brauchen wir natürlich keine Zweihandwaffe. Außer wir tun Dinge. Jetzt habe ich es doch angenommen. Ich wollte es eigentlich nicht annehmen, aber machen wir das einfach das nächste Mal. Und. Oder ja, wir machen jetzt das schon mal hier. Weil wir dann später sowieso. Wieder mit einem Portal, glaube ich. Nein, es ist kein Portal. Ja, wir machen jetzt einfach mal kurz noch die Quest. Weil, ich will eigentlich hier nicht hingehen mehr, weil sonst der Bär weggeht und zu nah an das Mädchen gehen. Ist lieber, ist besser, wenn wir das jetzt schon machen. Ich darf die Hauptquest dann im nächsten Video weitermachen. Und sonst mal ein direktes Video nach, ein Nachgänger von diesem Video direkt weitermachen. Noch ein bisschen mehr Zeit haben. Wäre auch nicht schlecht. Ja, jetzt mache ich wieder ein wenig Rollenspiel, also man kann halt echt nicht so viel Rollenspiel machen, wie ich gedacht habe. Also mit was soll ich dann plaudern, außer, ja, ich fetze die Gegner weg mit einem Zockstab, juhu. Aber es ist ja eher ein Let's Show als ein Let's Roleplay. Genau, also dann machen wir weiter, zurückgehen. Und der Charakter macht echt Spaß, weil man muss eigentlich gar nicht drücken. Also ich habe jetzt für den Gegner einmal gedrückt, ganz kurz. Es ist einfach sehr praktisch, diesen Bild. Und ich wollte ja so einen einfachen Bild haben, damit ich jetzt nicht unbedingt so mega mit euch kloppen muss während der Aufnahme. Also das tut ja extrem Zeit. Ja, meistens Dinge, wenn man einzelne Gegner angreifen muss. Okay, wir haben den Order. Die nächste Aufgabe. Ja, Zugang zum Hauptlager ist dort drüben. Jetzt gehen wir kurz über die Stadt oder ne, wir gehen unten durch. Ja. Wir brauchen nichts aus der Stadt. Oh, da kommen nochmals Gegner. Ja, Wildschweine. Können wir Wildschweine jagen? Ja, Gothic 1 bis 3 möchte ich natürlich auch gerne mit euch zocken. Nur eben. Da muss ich ja ein bisschen reinfinden. Wieder. Schon Ewigkeiten leider nicht mehr gezockt, aus einfach aus playerischen Gründen und so weiter. Und weil ich die Teile halt nicht hatte auf CD und jetzt erst auf Steam
mal gekauft habe. Alle drei Teile gleichzeitig. Und für mega günstig. Also es war 80% reduziert noch. Und es war ja sowieso ein Bündel, das relativ günstig war. Ja, habe ich alles gekauft vor, weiß nicht, im Winter, glaube ich, habe ich das gekauft. Als ich mal wieder Geld hatte, hatte immer zu wenig Geld. Um jetzt wirklich auch alles schön auszugeben für Games. Und deshalb bin ich auch ein Spieler, der sehr lange Spiele spielt. Nicht immer den neuesten Kram braucht. Diese Senke, die ist gar nicht zu sehen. Also man weiß gar nicht, dass man hier drüber kann, wenn man nicht Gegner hat. Ach, der Barry. Barry Barry. Der Bärenjunge. Also der Bärenjunge. Nein, nein. Ein Bär. Nicht Barry. Englisch heißt Bäre. Ja, so ein bisschen vieler Gegner hier. So, einfach mal ein bisschen vorwärts machen. Explodiert doch. Nicht zu spät. Jetzt explodiert es erst. Sollte echt viel Schaden machen und einfach den Schaden von uns erhöhen. Irgendwie. Ja, von uns wird erhöht. Okay. Durch einen Mod, durch einen Mod halt vom Skill Blutrausch. Kann man das machen? Ihr seht schon, ich habe extrem viel Angriffskraft. Also die Gegner werden eigentlich jedes Mal getroffen, wenn die Geschosse auch treffen. Okay, da ist ein Kumpel von uns, der hat, dem ging es weniger gut. Zwischen dem Sterben und Wiedererwecken. Ist das alles? Okay, der will irgendwie irgendwo hin. Ganz da oben hin? Ah, kenne ich. Da habe ich mal gespielt, dass ich einen Knochenturm Charakter gemacht habe. Astral eben im Grunde. Knochenturm. Genau. Ist schon ewig her. Ich glaube, ich habe ja erst kürzlich einen Livestream allen Schattenkriege gemacht. Bis zu Atomark, also bis zu Kapitel 2. Ja. Ist eigentlich schon geil, wieder Schattenjäger zu spielen. Ich überlege mir, ob ich das große Vieh dann holen werde. Ja, ich werde das jetzt nicht so schnell, aber relativ schnell holen. Im Menschengebiet, aber zuerst hole ich mir 250.000 plus wegen Charakterlevel. Das steigert die Aussicht nach Charakterlevel. Jetzt können wir das nicht kaufen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel schon mehr als genug. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen Geld ausgeben müssen fürs Schmieden. Müssen wir dann schauen, bevor wir dorthin gehen, damit wir es auch leisten können. Und dann auch das Attacken. Also sollte gelb sein oder hellbraun. Weil die Attacken so hellgelb sind. Oder eher dunkelgelb. Aber Hauptsache, sieht schön aus. So ist es von Schwerkampf das Schöne, weil es ein bisschen rot ist. Aber ich finde, es zu dunkel soll es auch nicht sein. Es ist eher ein bisschen mehr zu dunkel. Ja, ist gut. Ich will nicht mit dir reden. Ich will endlich diese... Ja, ich muss die Abklingzeit wieder reduzieren. Also ich will mal nicht auf... Leveln. Ja, ein Socke. BFG. Der Anführer ist schon mal down. So. Das haben wir auch. Praktisch, wenn man so einen starken Angriff hat. Also es wird wahrscheinlich nicht so stark sein wie die meisten anderen. An deiner Tapferkeit können wir alle uns ein Beispiel nehmen. Allerdings haben wir eine Menge Leute verloren. Und ich bin sicher, dass dies nicht der letzte Angriff auf uns ist. Ja, und ich sterbe nicht. Ich habe keine Lust zu sterben. Was soll ich sagen, dass wir
Halt wegen Stabkampf. Stabkampf ist schon relativ stark. Einfach nicht so stark, schnell stark werden, oder? Naja, die Fähigkeiten meistens werden viel stärker mit einem neuen Fähigkeitenlevel. Und Magier haben sowieso Abklingzeitreduzierung bei Buffs und so, meistens. Und deshalb. Ey, kann doch nicht sein, dass die so viel Reichweite haben, wie die jetzt endlich mal. Mega ab. Okay, jetzt werden wir mal zuerst das killen. Auch wieder das normale. So. Das ändern an der Skill. Wir brauchen die einfach hochstufig, diese Fähigkeit. Schon mal auf Level 70, aber das sieht man halt meistens nicht wegen den Bonis drauf. Auf den Items. Kann man, glaube ich, nachschauen. So, jetzt ist fertig. Jetzt geht die wieder zurück, sonst sterbt ihr alle. Gut. durch diesen einen Mod Super Spawn. Ich glaube, es ist von Super Spawn. Ich kann mich irren, aber ich glaube schon. Ist diese Sichtweite von allen NPCs viel zu hoch. Dadurch kämpfen sie ständig mit anderen und hauen ab von ihrem Beschützungsort. Danke, dass du hier einen Busch platzierst. Oh, lieber Mapper, ist nicht so gut gewesen. Ja, Zombie, was machst du jetzt wieder? Ich muss ein bisschen Deckung bleiben. So. Jetzt sind wir auch hier. Können wir schön noch nach Tylysium reisen, in die größte Stadt. Dort werde ich ein bisschen länger bleiben, weil ich natürlich auch alle Quests dort machen werde im Livestream. Und wir machen dann noch die Osterquest im nächsten Part. Und dann Undote Legion. Darauf freue ich mich, auch wenn man ein Schwert bekommt, das wir nicht brauchen als Zauberstabkämpfer. Machen wir es trotzdem. Das ist nämlich eine schöne Questreihe. Und dann haben wir auch wirklich auch ein Unique gefunden nochmals. Und ein Legendary ist es sogar, glaube ich. Ja, es ist eine Legendary. Jo, okay, so viel Wiederlebe. Okay. Mission. Hast du mich auch wiederbeleben? Lebt oder was? Nein, das war ein anderer. Aber du schickst uns noch ein bisschen weg. Na gut. Gehen wir. Schauen wir das mal an. Ich töte alles, was sich mir in den Weg stellt. Genau. Du bist ja gut genug. Ich hab dich gut gefüttert. Die Gegner leveln jetzt noch. Ja. Aber im Starkgebiet sind sie Level 20 geblieben. Als ich nachgequest habe, hatte ich keine Herausforderungen mehr. Dann haben die Gegner gar nicht mehr angegriffen und so. Also doch, sie haben schon angegriffen, aber so schwach. Jetzt auch. Ich guck jetzt mit dieser Leiche gekuschelt. So. Ja, es sind ein bisschen zu viele Angriffe pro Schlag, also pro Attacke. Aber es ist praktisch. Also es ist unglaublich supportend, so viele Angriffe zu haben. Die Seraphim hat ja nicht so viele Angriffe. Und die hat auch ein bisschen zu viel. So, der Questgeber ist tot. Wiederbelebungsgegner. Mission abgeschlossen. Okay, liest das, aber ja. Wir lesen diese Sachen nicht mehr dahin. Okay. Da steht drauf zum Beispiel, dass es halt illegal ist, gegen die Richtlinien verstößt.
Die wollen nicht mehr wiederbelebt werden, die wollen sterben und ganz tot sind. Oh, oh. Gleich habe ich das Ziel Und erreicht. Dass sie halt einfach böse Sachen machen und deshalb müssen sie sterben. Ja. Mission. Tschüss. Und die greifen auch. Die Zombies greifen auch an. Muss man die nicht töten? Da muss man die jetzt töten noch. Mal irgendwas eingesammelt haben. Ja, genau. Okay, wusste ich doch. Alles töten. Kurzen Prozess machen. Alles. Böse Viecher. Die sind fähig geschlagen. Gut, also den haben wir auch getötet. Und jetzt gehen wir schnell lassen hier unten. Nach Elysium. Eine schöne Stadt. Also sehr clean. Noch nicht so viele Kämpfe wahrscheinlich gehabt. Hatten Ding Viertel, ein armen Viertel, aber ja. Dafür ja sehr noble Viertel. Sonst. Kenne ich dich nicht aus der Unterwelt? Ja, vielleicht hattest du in der Unterwelt schon ein paar Begegnungen mit solchen Gegnern. Das, oh, wie Goldmünzen bekommen wir hier. Die Skelette, weil die nicht so viel Drop Loot haben. Droppen sie viel Gold. Ja, das ist meistens ein bisschen doof. Also wenn ich jetzt ein Spiel machen würde, dann würde ich für jeden Gegner einen anderen Loot machen. Das wird die Skelette eher so ein bisschen Knochenstaub und Ding ist, ja, Waffen und Rüstung und so weiter. Spam-Verdacht, okay. Nehme ich nicht ab. Gut, habe ich auch lautlos. Weil ich sowieso nie angerufen werde. Ich habe ja immer WhatsApp und so Sachen. Außer wenn es wichtig ist, aber es sollte nicht wichtig sein. Ich bin mitten in der Aufnahme. Ich kann jetzt nicht ans Telefon. Gehe sonst auch nicht. Also, gehe schon ans Telefon, aber. Mache ja Livestreams und so, dann kann ich auch wieder nicht surfen, deshalb ruft mich niemand an. Das geht also über meine Schwester. Ja, ja. Bin halt zu beschäftigt, zu krank und so, zu oft auch weg mit Sport und so. Mir kann man einfach nicht anrufen, das geht nicht. Ich bin zu oft weg vom Handy. Deshalb einfach jemand anders das machen tut. Und immer, wenn ich in einer Aufnahme ist, ruft jemand an. Nicht an anders. Und ich nehme 30 Minuten pro Tag auf oder so. Eine Stunde meistens und dafür jeden zweiten Tag. Weil ich ja so viel Livestreamer möchte ich jetzt nicht noch unbedingt mega lange aufnehmen und hochladen. Kann ich ja nicht, oder während dem Livestream ist es ja eher ein bisschen zu abgelenkt. Okay, jetzt haben wir 4, aber jetzt auf Level 25 haben wir also 4. Und wir nehmen eines der Defensivfähigkeiten, denke ich mal. Also alte Magie wirkt nicht auf Zauberstäbe, das weiß ich, glaube ich. Also sollte eigentlich so sein. Ja, von Nichtwaffen basierten. Gut. Eigentlich möchte ich ja noch Fokus-Schwerkampf. Ja, machen wir Fokus-Schwerkampf zuerst. Und dann Zauberresistenz. Schikunde brauchen wir nicht. Kampfreflexe brauchen wir auch nicht. Ja. Aber gleich 2. Wir brauchen jetzt keine Konstitution so schnell. Wir haben sowieso genug Leben. Die Gegner können fast keinen Schaden mehr anrichten, glaube ich. Ist jetzt nicht beobachtet, aber ich denke schon. Weil wir müssen einfach den Buff erhöhen können. Das ist einfach wegen diesem Buff, Windstärke. Den müssen wir jetzt machen. Damit wir noch mehr Leben bekommen. Das andere.
sieht man jetzt da. Okay. Es fehlt Ding. Ah, ja, ist ja eine waffenbasierte Fernkampfkunst. Also ein Aspekt hat ja gar nicht. Nur Fokus, genau. Magie-Sachen, also Magie, also ja, wo Magie auch noch drin ist im Kampfbaum, die haben dann auch den anderen. Kurz nochmal schauen. Kunde, genau. So ein Fokus, auch Kunde. Damit ich das auch wieder klar weiß. Also, dann erst wieder hier weiter mit der Charakter-Quest. So, jetzt machen wir noch die Quest hier. Geht halt einige Zeit. Das ist jetzt hier schwer, also die meisten neuen Charakter habe ich dann Probleme gehabt wegen den rare Skeletten, die haben so viel Schaden gemacht und den Wildschwein auch rare. Deshalb machen wir mal kurz. Ja, geschnitzelt ist. Und wie sagt man das? Einfrier. Gegner alle tief kühl frieren. Ist ja kein Schnitzel. So. Den nehmen wir auch mit. Oder die Rüstung. Und hier. Jetzt wird die. Okay, es wird erst. Jetzt. Sehr gut, dass sie das geändert haben. Jo. Eine Lady tun wir doch gut, gerne begleiten. Ich weiß nicht, was du hier machst, aber ja, eigentlich solltest du dich ja wehren können, wenn du auf Reisen gehst. Okay, hier haben wir jetzt gerade keine Skelette mehr, das ist gut. Die doch ein bisschen zu zäh sind. Ja, wir machen halt einfach hauptsächlich noch mal den bisschen Schaden machen. Ist ja gut. Ja. Ziemlich hauptsächlich. Also ich würde dann gerne einen Zauberstab haben, der 100% Eis. Aber das gibt es wahrscheinlich nicht, nur ein Unique, wo ganz viel Eisschaden hinzufügt oder so umwandelt. Nur wann? Wann finden wir Uniques? Glaube ich, ein Set-Teil gefunden im Livestream, aber das tun wir ja nicht sharen. Ich bin solo selbst. Also ich werde keine Items von anderen Charakter holen. Und auch keine Items auf andere Charakter tun. Außer ich tue dann später noch mit welchen anderen Charakter hochziehen. So, aber das werde ich, solange ich eigentlich wirklich da weiterkomme, nicht machen. Also wir werden weiterkommen, wissen ja. Das ist klar. Charakter ist OP. Der Schaden wird sicher auch noch viel mehr steigen. Jetzt erstmal das Set komplett machen. Wie heißt das? Denn der Raum. Okay, interessant. Der Name. Ist wahrscheinlich von einem Krieger ein Name. Gut, also dann machen wir das im nächsten Part mit Elysium. Und währenddessen mache ich einfach die Quests hier. Und nicht die Hauptquest und den Quest. Charakter Quest, ja. Mission abgeschlossen. So. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr noch dabei seid. Also es ist halt jetzt nicht mehr so üblich, dass viele schauen lange. Aber ich freue mich über jeden Aufruf. Und auf Twitch ist mehr los. Ihr seht da immer wieder die Livestream, die ich hier hochlade. Einfach mal dort auf den Link klicken und ja, vielleicht followen, um dann zu sehen, wann ich streame. Aber ich streame eigentlich immer ab 16 Uhr. So in Tagen, wo es regnet, streame ich schon vorher. Und ja, bis dann. Tschüss.